Herzlich willkommen zu diesem Bonusvideo. Dieses Video stellt keinen fixen Bestandteil oder keinen Pflichtbestandteil vom Videozyklus zu den Ähnlichkeiten und Winkelfunktionen dar, aber ich möchte hier auf etwas eingehen, was ich im letzten Video erwähnt habe. Und zwar, das war das Video zu den Arcos-Funktionen. Und zwar habe ich da gesagt, dass man den Arcosinus von 0,5 berechnen kann. Und zwar rein geometrisch. Und ohne Hilfsmittel von irgendwelchen Taschenrechnern oder Computern oder so. Und wie das geht, möchte ich in diesem Video demonstrieren. Nochmal zur Erinnerung. Wenn wir sagen, der Arcosinus von 0,5, dann suchen wir irgendeinen Winkel, dessen Sinus 0,5 ist. Das heißt, ich nenne diesen Winkel mal Alpha. Okay? Also zur Erinnerung, der Sinus von Alpha soll 0,5 ergeben. Und Alpha muss in dem Fall zwischen 0 und 90 Grad sein. Ich mache eine Skizze. Und zwar beginne ich mit einem Viertelkreis. Und in weiser Voraussicht, also dieser Viertelkreis, soll dann Radius 1 haben. Okay. 1, 1. Und in weiser Voraussicht mache ich gleich einen ganzen Kreis daraus. Okay. Das ist diese Achsen. Gehen auch da bei minus 1 durch und bei minus 1. Das ist natürlich die y-Achse und das ist die x-Achse. Was heißt jetzt, der Sinus von diesem Winkel Alpha soll 0,5 sein? Naja, das heißt ja nur, dass bei 0,5 genau der Sinus ist. Und ich zeige das in Rot. So. Das heißt, das ist unser Winkel Alpha. Und das hier ist unser Sinus von Alpha. Und zur Erinnerung, Sinus von Alpha ist 0,5, okay? So, was bringt mir das jetzt? Naja, diese 0,5 ist ein ganz spezieller Wert. Und mit dem kann ich was anfangen. Und zwar, ich überlege mir, ich könnte dieses Dreieck, was ich hier habe, also ich habe hier einen rechten Winkel, und dieses Dreieck kann ich nach unten spiegeln. Das heißt, ich spiegel das hier nach unten. Okay? Ich spiegel natürlich den Winkel nach unten, das heißt, ich kriege hier irgendwie so etwas heraus. Und auch hier habe ich den Winkel Alpha. Okay? Das hier, ich mache das wieder mit Gelb. Diese Strecke hier, das ist ja wieder bei minus 0,5. Das heißt, diese Strecke hier ist auch 0,5 groß, genauso wie diese Strecke hier. Das bedeutet aber, dass diese Strecke hier 1 lang ist. Okay? Das heißt, von diesem Dreieck, was hier so im Kreis geht, ist eine Seitenlänge, und zwar diese hier, die besteht ja aus diesem Teil, der 0,5 ist, und diesem Teil, der auch 0,5 ist, ist insgesamt 1. Wir wissen aber auch, dass dieser Einheitskreis, dass alle Punkte auf diesem Einheitskreis den Abstand 1 vom Ursprung haben. Das heißt, diese Länge von hier nach hier, die ist auch 1, die ist auch 1. Okay? Das heißt, wir haben ein Dreieck mit 3 Seiten, die alle 1 sind. Nennt man so ein Dreieck? Das ist ein gleichseitiges Dreieck. Wir wissen auch, welche Winkel ein gleichseitiges Dreieck hat. Und zwar hat ein gleichseitiges Dreieck überall 60 Grad. Das ist hier 60 Grad, hier 60 Grad und auch hier, diese beiden Winkel zusammen, sind auch 60 Grad. Das heißt, wir wissen, bei Alpha ist gleich 60 Grad. Ja? Naja, wenn zweimal Alpha 60 Grad sind, dann ist es ein Kinderspiel, herauszurechnen, dass ein Alpha 30 Grad hat. Und das ist genau die Lösung, die wir auch mit dem Computer bekommen haben. Schauen wir uns jetzt die Sache für den Cosinus an.
Also, ich habe auch gesagt, Arc Cos von 0,5. Das kann man auch ausrechnen. Und das da sind, ich nenne das wieder Alpha, zur Erinnerung. Das bedeutet, dass der Cosinus von Alpha gleich 0,5 sein soll. Okay? Und ich mache eigentlich dieselbe Spielerei noch einmal. Ich mache wieder einen Einheitskreis. Wo wird denn hier die Mitte sein? Ungefähr hier. Mit einer X-Achse. Und einer Y-Achse. Okay? Und natürlich gehen die Achsen hier unten weiter. Und der Radius ist wieder 1. So, was bedeutet jetzt? Der Cosinus ist 0,5. Das heißt, der Cosinus muss ja irgendwo auf dieser Gerade liegen. Oder der Punkt P. Meine ich. Und wenn hier 0,5 ist, dann liegt der, den Punkt P genannt, der Punkt hier oben. Und das hier ist unser Winkel Alpha. Okay? Und ich mache jetzt eine ganz ähnliche Argumentation wie vorher. Ich spiegel das wieder, aber ich spiegel das jetzt nach unten, sondern ich spiegel das nach links. Das heißt, ich spiegel diesen Punkt hierher. P-Strich und diesen Winkel lasse ich gleich, also dieser Winkel ist dieser Winkel und ich habe hier wieder ein Dreieck. Wie zuvor wissen wir, dass diese Seite und diese Seite, dass sie wieder 1 sind, weil der Radius ist ja 1. Wir wissen auch, dass diese Seite hier oder diese Teilseite, die Hälfte der Seite 0,5 ist. Wir haben ja gesagt, der Cosinus ist 0,5. Und der Cosinus, das habe ich vielleicht nicht aufgeschrieben, der Cosinus ist ja diese Länge. Also genau gesagt, der Cosinus von Alpha. Naja, hier ist 0,5. Wir haben das hinübergespiegelt. Das heißt, wenn ich mir das hier anschaue, ist es auch 0,5. Das heißt, diese gesamte Länge hier, von hier nach hier, ist wieder 1. Selbe Argumentation wie vorher, wir haben ein gleichseitiges Dreieck. Das heißt, dieser Winkel ist 60 Grad, dieser Winkel ist 60 Grad und dieser Winkel hier ist auch 60 Grad. Okay, Achtung! Dieser Winkel wird durch die Y-Achse halbiert. Das heißt, dieser eine Teilwinkel hier sind 30 Grad. Und wir wissen aber auch, dass Alpha plus dieser Teilwinkel, der 30 Grad entspricht, ein rechter Winkel ist. Ich schreibe das vielleicht auf. Das sind dann 90 Grad ist gleich Alpha plus. Naja, die Hälfte von diesen 60 Grad. 30 Grad. Und daraus folgt, dass Alpha gleich 60 Grad ist. Okay? Das heißt, wir haben rein geometrisch, ich habe kein einziges Mal einen Taschenrechner angegriffen, wir haben nur das Wissen verwendet, dass ein gleichseitiges Dreieck überall 60 Grad hat. Und ansonsten haben wir nur Symmetrieargumente verwendet und geometrische Argumente eigentlich. Nie haben wir in einer Tabelle nachgeschaut, nie haben wir den Computer irgendeine Arbeit machen lassen. Für den Tangens geht das leider nicht, aber und beim Cosinus und beim Sinus geht das auch nur für ganz spezielle Werte, also 0,5 ist einer von diesen Werten. Aber ist ja schon mal cool, dass es prinzipiell geht. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht und wir sehen uns wieder beim nächsten Video, wenn der Zyklus nochmal weitergeht.